Freunde. Bodybuildinger vorne, jawohl. Sehr schön. Die Junioren auch nach vorne, komm Jungs. Lass die Bodybuilding, alle nach vorne, komm. In der Schlangenlinie dann mal raus, damit ihr euch schon bei eurem Wettkampf konzentrieren könnt. Eine vierte Kurve nach rechts zur Frontansicht und dann kommt bitte vorne wieder in die Wertungslinie. So, die Namen, die ich jetzt vorlese, die sind im Finale und die möchten dann bitte die Bühne verlassen, damit wir dann die, die nicht im Finale sind, leider Gottes, dann einen Finalapplaus geben können. Ich bitte hinter die Bühne zum Finale sich bereit halten. Start Nummer 4, Linda. Kannst du das nochmal sagen? Nein. Wer ist in der Haus? Wen sollen wir fragen? Keine Ahnung. Hab ich vergessen, hab ich gerade runtergeschluckt. Nee, Haufen cooler Leute hier. Unter anderem Stefan Riemschneider. Die Gurke, die sich gerade von mir vorbereiten lässt. Und hey, sei froh, dass ich mit dir trainiere, sei froh. Dann unser Haferflocken-Masterkumpel Steve Fantin habe ich gesehen, ist in der Haus. Tobias Harnisch ist in der Haus. Wer war das eben noch? Ich hab den Namen vergessen von eben. Den wir fragen sollten wegen Fragen und Antworten. Steve Benzin? Nein. Tobias Harnisch? Davor. Stefan Riemschneider. Hast du gerade gesagt, wir sollen jemanden fragen, wenn wir Fragen haben. Uninteressante. Noch uninteressante Leute hier. Sind interessante Leute hier. Klaus ist auch noch hier, Klaus Maibaum, mein Ex-Coach ist hier. Hat mich sehr gefreut. Dann viele Funktionäre halt, die ich von früher kenne. Moderator aus dem Powerhouse Berlin zu meiner Amateurzeiten. Jahrelang parallel zusammen trainiert da. Und ja, diese Stimmung im Haus auf alle Fälle. Wenn der Stefan mal einen Schwenk macht, also gut gefüllt. Ziemlich große Starterfeld für eine Amateurmeisterschaft, was ich gesehen habe. Ja, der Veranstalter. Mario Schaja, ehemaliger Besitzer von Sportstudio Hamburg. Genau. Er ist hier, sehr netter Zeitgenosse. Dann unsere Mädels für die Verpflegung. Dann unsere Garderobierin und Verpflegungsassistentin. So, was sagst du zu den Mädels? Zu welchen? Die da vorne stehen. Ich hab meine Kontaktlinsen nicht drin. Warte, ich zoome ran für dich. Stammmann 13, ja, nee. Also, wie gesagt, ich hab die schon auf dem Zettel, ich hab die schon gesehen. Das ist ein relativ hohes Niveau hier. Also ein ziemlich hoher Standard, kann man ja dazu schon nicht mehr sagen. Hat internationales Niveau auf alle Fälle, was ich hier bis jetzt gesehen habe. Wieso hast du denn die gesehen und ich nicht? Warst du Backstage? Was? Warst du Backstage? Nein, darf ich nicht. Du bist so massig. Ich darf sowas nicht. Ich bin an einer kurzen Leine. Ich muss hier vor der Bühne stehen. Wenn ihr wissen wollt, warum er da nicht rein durfte. Nee, Blödsinn. Ich gehe natürlich nicht Backstage rein und glotze mir da die Polter an, weil es bescheuert ist. Ich bin nur mit sich selber beschäftigt. Und ich weiß, wie Frauen im Bikini aussehen, wenn ich die ersten sehe. Aber wie gesagt, vom Niveau her, vom rein sportlichen Aspekt her, ist das wirklich ein sehr hoher Standard hier und hat absolutes top internationales Niveau, was hier auf der Bühne gerade steht. Ich hoffe, dass sich die Männer genauso gut schlagen können nachher. Ach, du sprichst von den Frauen. Ich dachte mal, das ist allgemein, alle Athleten.
Nee, habe ich ja jetzt noch nicht so viel gesehen. So, ich die Frauen meinst du jetzt, ich habe ja Roundabout gesehen, dass von bis alles dabei ist. Lass doch kurz einmal kurz einen Schwenk machen. Jessica, du musst rein. Aber wir wechseln nachher auch nochmal durch. Wir fangen an mit der Wertung in der Frontansicht. Also sehen schon teilweise ganz gut aus. Ja, sehen also von der körperlichen Leistung gut. Wenn sie sich jetzt noch dementsprechend präsentieren könnten oder würden, dann wäre es natürlich noch ein Schnack besser. Aber wie gesagt, rein von der sportlichen Leistung her schon anerkennenswert. Auf jeden Fall. Ist dein Eindruck? Hast du schon, du bist ja auch eine Runde gegangen. Du hast auch schon was die gesehen. Klasse davor, das war ja auch, glaube ich, Bikini 1? Keine Ahnung. Da war eine dabei, ich glaube Daniela heißt sie. Die ist sehr hart. Gute genau. Form. Die kennen die alle nicht. Die kommt vom NRC. Leider, ich muss mich erst wieder belesen, weil war zu lange raus. Obwohl bei mir der Fokus auch mehr auf den Männern liegt, zwecks Coaching, als auf den Damen. Jawohl, Frauen coachen wir auch. Du? Ja. Du nicht? Nö. Okay, dann nur ich. Stefan, der nimmt alles mit. Der ist jung und braucht das Geld. Genau. Das habe ich von dir mal gelernt, irgendwann früher in richtig. Jungen Jahren. Gut zugehört ab und zu mal. Ja. Macht er übrigens zurzeit auch. Wenn ich will, ja. Pick mir das Beste immer raus. Eine vierte Drehung nach rechts zur Frontansicht. Und der Gang zurück zur Wertungslinie. Sponsorentechnisch ist die Veranstaltung auch ganz gut aufgestellt, so wie ich mitgekriegt habe. Können wir mal gucken, hier einmal einen Schwenk machen. Den haben wir hier als Sponsor. Das ist schon. So, ich habe ja gesagt, das? Wir tauschen noch einmal durch. Ich bitte die Startnummern 4, 7 und 9 mal 2. Nichts vergessen, Stefan, meine neue Kollektion. Habe ich schon gezeigt. 10, 12 und 13 treten jetzt dahinter. Was sagt die 8-11? Die 8-11. Für die Jungs, die jetzt nicht Bescheid wissen. Die lassen wir auch unwissend. Das, okay. Das können die alle selber rausfinden, weil die Bodybuilder, die sollen auch Denksportaufgaben haben. Ne? Weil sonst entwickeln die sich zu einseitig. Du denkst ja richtig mit. Ne? Richtig kreativ. Auf jeden Fall. Ich bemühe mich. Ich vorne so, Sponsoren, ich glaube Olymp auch noch, oder auch nicht. Zumindest ist da ein Stand. Eine Schleichwerbung. Das sind nur die Sponsoren für Umme. Das ist ja nur ein Shop, keine Ahnung. Nicht der Sponsor, aber das glaube ich hier. Proteinpudding gab es an der Kasse. Active Lab, was ist das? Eine Viertelbewegung nach rechts zur Rückansicht. Guck mal her, die kann. Lass laufen. Lass laufen. Durst. Warte, du bleibst hier, du bleibst hier. Nein, du bleibst hier. Ich hab Durst. Und eine Hand bitte an die Hüfte. Du musst jetzt mal dich wegzoomen, hier ranzoomen. Was ist das denn? Und der Garten zum grünen Hintergrund. Setze. So, Stefan. Jetzt dein Fazit bis jetzt? Ich hab zwei Klassen gesehen. Guck dich mal das dicke Ding an, hat jetzt 10 Kilo zugenommen. In der Zeit, wo wir zusammenarbeiten und dann steigen. Macht doch mental einen viel frischeren und fitteren Eindruck als wie vor ein paar Wochen. Ja, jetzt hat er die richtige Spur gefunden, langsam, glaube ich. Jetzt weiß er, wo der Zug langfährt mit mir. Das macht natürlich die Arbeit für mich auch um einiges leichter. Ja, du sollst schon mit dir ansteigen. Ja. Hier sind auch Athleten von dir, oder erzähl doch mal kurz was. Ein ehemaliger Athleten, Sergio, der ist in der Mainz Physikklasse. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wie er aussieht. Mal gucken. Dann jetzt hier die Kini 1 war das eben, glaube ich, oder eine Klasse vorher, Kini 1. Mhm. Da war eine Dame, Daniela, glaube ich, heißt sie. Die ist ganz gut. Und hier siehst du selber jetzt. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, es sind so ein, zwei dabei, die ganz gut aussehen. Von der Form her. Okay. Hast du Kontakt für den Coaching? Wir warten mal kurz, bis der Applaus weg ist. Sekunde. Hast du einen Kontakt für den Coaching, wenn hier Leute Interesse haben? Ich würde mal Facebook reinschreiben. Jetzt kommen wir zur. Was war das? Bikini auch? Was war das jetzt? Gibt es drei Bikini-Klassen? Steigt da gar nicht durch. Ich glaube drei. Ich weiß nicht. Stefan, klär mich auf. Entschuldigung, das war mein Fehler. Entschuldigung. Alle bitte zur Linie mal vortreten. Es gibt anscheinend drei Bikini-Klassen, wie das aussieht. Okay. Startnummer 104, Christoph Häusler, Sportnahrung Hamburg, Niedersachsen. Hey.
Gerhard Schanz in der Frontansicht. Schade, dass ganz rechts so eine scheiß Fahne hat. Der war Sieger eigentlich. Ja. Und los geht's mit den großen Doppel-Bizeps. Aber das trotzdem machen. Leipzig ist und ganz links oder alles klar, danke meine Herren, das war die Finale. Und weiter geht's mit den Pflichtposen Doppelbizeps. Latissimus. Wir starten ins Finale mit der Bewertung der Frontansicht. Doppelbizeps. Die Startnummer 99, Marcin Nemec, Olympic Hamburg. Okay, bevor wir jetzt Finale starten, könnt ihr von hier aus gesehen euch den Großschützer links machen, sodass der Sichter auf dem Holz steht. Und haben wir nämlich das beste Licht, das steht jetzt im Zentral. Wunderbar. Und auch hier starten wir mit der Bewertung des Frontansichts. Welcher? Ein bisschen härter und dann eine lange Hose an. Der links. Jetzt weiß ich nicht. Startnummer 101, Vittorio De Vazzari, Powerhouse in Berlin. Ja, ich im Sommer das hier gehen wir mit dem Bodybuilding Ref, wie sagt er? Nee, Strange Wars. Der ist so ein Ansager. Johnny Weissmüller, der Vater, mal gespielt. Ja. Also, Vittorio De Vazzari ist ein Powerhouse gegen Berlin. Muss sagen, im Tanktop sah er beeindruckend aus. Seitliche Brustkurve.
Ja, wenn man so Ansager hat. Internetseite ist relativ groß. Aber das sieht man, was dahinter steckt. Scheiße. Hellenbad. Da würde ich als Trainer jetzt überall eine Pressekamera rumnehmen. Ja. Alles, ne? Flach und. Seitliche Trizepsgruppe. Nummer hat den sechsten Platz belegt. Startnummer 69, Oliver Schmieder, Olympic Hamburg. Das ist meine bessere Hälfte, Nasi. Okay. Nasi, auch Trainerin, Ernährungscoach, macht auch Kraft-Macker, Kampfsport. Hey, geht direkt einen Schritt zurück, Alter. Auf jeden Fall. Ich das abschrecken würde. Komm weiter. Nee, ist auch okay so. Auf jeden Fall, das ist Nasi. Macht auch so einen kleinen Blog. Bliss-Blogger nennt sich der. Da geht es um Fitness, Nutrition und Mindset. Okay. Wir beide kennen uns jetzt schon seit drei Jahren. Wir haben das kennengelernt über einen Kumpel, über einen Athlet von mir. Und ich habe Stefan gekocht. Genau, wollte ich gerade sagen. Sie können richtig geil kochen, clean. Aber so, machen wir ein Video. Kommt ihr vorbei. Ziel ist für Nasi, nächstes Jahr auf die Bühne. Ja, so sieht's aus. Bühne? Ich habe mich jetzt entschieden. Unsorgtheater oder was? Genau. Ah, nee, Krach mal, sorry. Ja, du weißt. Nee. Der Mann lebt gefährlich. Schon mein Leben lang. Das ist ein Business. Das ist mein Glückstag. Ja, ja, in welcher Klasse wirst du, wird man dich bewundern können? Wir werden sehen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ein bisschen was muss ja noch runter, aber... Ja, noch ist ein bisschen Babysteck auf die Routen drauf da, aber... Sieht richtig Power so sehen wir ja alle aus vorher. Ist ja scheißegal. Das Ergebnis am Wettkampftag zählt. Ne? Also wie gesagt, jetzt komplett Blödsinn, da ein Statement aber abzugeben, auf alle Fälle. Sieht richtig Kraft in den Beinen, wirklich richtig Power. Na, mehr wie du, schätze ich mal. Das schreit doch nach einer Sport-Session, oder? Ja, genau. Komm, wir machen. Gut. Das Ding machen wir. Stefan, bist direkt fest auf die Scheiße. Du und gar nicht so lange warten, sonst bereitet er sich nämlich drauf vor. Ja. 10x10 machen wir. Ja, genau. Schöne 10x10 Session. Aber im Gegenzug machst du dann ein Beintraining mit uns mit. Oder mit ihm. Ja, sag ich doch, Bein. Ja? Nee, erstmal eure Squat-Session einmal und danach das nächste. Ich weiß ja, wie ich beide. Weil, damit auch mal eine außenstehende Person beurteilen kann, was der Stefan jetzt momentan mit meinem Trainingsprogramm durchmacht. Das sieht ja alles viel einfacher auf den Videos aus, wie es in Wirklichkeit ist. Und aber da, wie gesagt, von dem letzten Beintraining hatten wir 6 Tage, war es gerade, glaube ich, ne? 6 Tage. Ich merke es nur noch so ein bisschen, den Bein ist schon brutal. Also das ist Muskel-Yeti, nicht Kater. Schon höher in der Kategorie. Hast du das Video gesehen von Dennis James? Es ist ähnlich aufgebaut. Okay. Viele Supersätze. Wir Pros, die Oldschool-Pros, wir haben ja alle ähnlich gearbeitet, ne? Ja. Und wie gesagt,
gesagt, das ist jetzt nicht vom einen oder anderen abgekatert oder abgekupfert. Jeder hat seinen eigenen Stil entwickelt, weil man merkt ja im Laufe der Jahre, was für bei einem anspricht, was nicht. Und man entwickelt sich auch weiter. Und wie gesagt, wir waren komischerweise alle bei Milos gewesen, irgendwann mal früher oder später in seinem Gym in Fullerton im Kolosseum. Dorian war da, Dennis James war da. Ich war dann später da. Ganz kurz, wer Milos Hardschiff nicht kennt, Milos Hardschiff war ein ehemaliger Top-Miss-Olympia-Teilnehmer. Sehr guter Athlet. Und sehr guter Freund von mir auch geworden in der Zeit. War sehr familiär, die 3 Monate, die ich bei ihm da war, in meiner letzten Vorbereitung. Und wie gesagt, das Lustige ist, da hat sich der Kreis wieder geschlossen, weil Dennis war da, hat von ihm bestimmt einige Sachen übernommen, weil Milos ist mit Abstand das härteste an Training, was es gibt auf der Welt. Also härter geht sich, ist der Körper kann einfach nicht mehr. Ne, wo ich da hingekommen bin, wie gesagt, ich wollte nach 2 Wochen wieder nach Hause fliegen, weil ich dachte, ich schaff's nicht mehr. Und dann hat er mich vom Kopf erstmal eingestellt. Und dann ist die Turbine angegangen und dann ging's los. Real. So. Okay. Wie wir Amerikaner sagen. Wie wir Amerikaner sagen. Real. So. Hier ist die liebe Nasi. So, ja, geht weiter. Das sind ihre vielversprechenden Riegel. Ja, das sind die Carb-Riegel. Also ich kenne da schon ein paar Banane von hier. Banane Chocolate Chip, mega cool. Und das sind die neuen Kokos-Mandel-Makronen. Sieht so ein bisschen aus wie... Clean. Makronen gegen Makro. Nee, Makronen gegen Makronen. Weil ich mir gedacht habe, das ist nasty, wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht und immer nur Trash bekommt. Und hier hast du direkt Protein drin. Whey-Protein, kein Müll, kein Soja. Ist da gar kein Rum oder nichts drin? Kein Zucker, kein Wie langweilig. Nix. Langweilig. Aber wenn du bierst, dann wird man direkt blissmodig. Da muss Likör rein. Likör muss da rein. Schau dir das an, mein Großer. Probier mal. Was habe ich damals gegessen für Riegel? Welche waren das, die richtig lecker waren? War das mit Amaranth? Du hast endlich immer gehabt, die waren richtig lecker. Das war alles so cool. Ich probiere jetzt. Probier, auf jetzt. Ja, beiß ab. Teilen wir den Zeit, wie ich halt für dich. Hey, wir teilen. Du darfst doch nicht alles essen. Ich muss aufbauen, nicht du. Beim Essen hört die Freundschaft auf, mein Freund. Das muss man lernen. Sprich nicht mit vollem Mund. Da gib doch mal jetzt hier einen Kommentar. Für einen Sportler? Sehr gut. Für einen Laien vielleicht ein bisschen trocken. Aber man merkt, dass er gesund ist. Hm? Wenig Fett drin. Absolut best. Da ist wirklich, die Prämisse ist Mandeln, Whey und Eiweiß. Gib dir mal einen Tipp fürs nächste Mal. Nimm Whey-Mandeln. Whey-Mandeln? Das ist ja der Shit. Ich esse Selleriestangen. Die Ballaststoffe? Ja. Falls du mal meine Carbs. Aufs Töpfchen muss. Meine Carbs. Ey, lass mal was übrig. Ja, du bist dick genug. Ja, geht noch. Nimm mal kurz rüber. Wie? Die Jungs beim Laden. Was ist hier jetzt? Sehr lecker, sehr lecker. Sehr gut. Ja, der ein bisschen fruchtiger. Also durch das. Das war der mit Whey, ne? Durch das der Obst hat Whey. Wir haben beide Whey. Der hat Carbs, der hat keine Carbs. Stefan, die wolltest du aber nicht mehr, ne? Der? Du Arschloch. Guck mal hier. Jetzt erst recht. Wie war das? Anlecken meins, ne? Ja. Nicht, dass du hier anfängst, die Nase anzulecken. Nee. Ja, war viele Krüge, weil der haben den Brei. Aber du kannst ja mal gucken, ob in ihrer Tüte noch was drin ist. Für dich immer. Das ist fast wie Weihnachten hier, ne? Ja, normal. Komm, mein alter Freund. Ich fütter dich. Ja. Muss die Kamera drehen. Ja. Ja. Da geht's. Aber kannst du vielleicht? Das ist gut. Mal, wenn du Stefan mal die Rezepte zukommen lässt. Die kann ich nicht. Die will ich wirklich mal verkaufen. Dann lasse ich mir die nämlich von meiner Sandra mal machen, weil die sind auch eine kleine Naschkatze. Und dann habe ich mal was Gesundes. Also, der ist sehr gut. Kuchenbacken in Zukunft, angesagt. Ja. Komm vorbei, machen wir zusammen, läuft. Was hast du da drin? Stevia oder ganz normal Süßstoff? Ganz normal, ein bisschen Stevia. Der Süßstoff. Habe ich gerade Schatz gesagt? Wie? Habe ich gerade Schatz gesagt? Zu wen? Zu meiner Alten? Ey, du puckelige Brotspinne. Scheiß Kuchen wird dir gebacken in Zukunft, verstehst du? Du musst ja quatschen, wie wir zu Hause reden. So, nochmal für die internationalen Fans. Also, hier ist auch kein Trash mehr drin.
Also, wir wollen, wir haben gerade beschlossen, da ja alles so ein bisschen, die deutsche Sprache wird ja so verunglimpft, genau. Da wird ja so viel Englisch reingebracht, weil die denken, das hört sich cooler an, alles. Aber an alle, die noch cooler sein wollen, die coolen, macht das mal auf Russisch. Oder Persisch. Oder von Persisch. Persisch. Ne? Ja, Persisch geht. Persisch kann nicht helfen. Oder auf Neuseeländisch, wie wir Amerikaner sagen. Neuseeland, so Neusee. New Sea. Neusee. 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 Yeah. Was man nicht alles drüben noch gelernt hat, als Profi. Ja, fick die Hände, Neusee, Alter. Yeah. Scheiße. So, jetzt ein Abschlusswort auf Russisch. Dostoy primichatelnosti, zvini za boga, ja lubiu tebya, eto stol, eto lampa, eto... Ja, ist schon lange her. Mann, Leute, ich kann mehrere Sprachen, wollte ich damit zeigen. Der Kalle ist studiert. Ich studiere seit 49 Jahren das Leben. Bin im zweiten Semester. Und durfte im ersten schon Bier trinken. In der ersten Klasse. Shit, ey. Chibi. An der Kokosmilch. Heute mal ganz adrett. Jetzt mal ohne Scherz. Jetzt ohne Scherz. Auch wenn wir uns sonst immer verarschen lassen müssen von Steve. Nee, aber heute hat der Bengel sich richtig schick gemacht. Ich glaube, der wie aufriesig. Ich bin wie aufriesig auf dem Meisterschaft. Der braucht eine neue Lebensabschnittsgefährte. Oder zwei. Bei ihnen reicht immer die Bette in einem riesen Turnier. Ja, nee. Ich habe mir ein Beispiel an Marco genommen. Ich wollte auch einen Hemd anziehen. Ja. Nee, aber wie gesagt, auch alle Fälle heute gefällt mir. Ist das dein Hemd? Das ist meins. Willst du einen Schluck trinken? Seitdem der, seitdem Steve einer geregelten Arbeit nachgeht und ein geregeltes Einkommen hat, wo sieht's aus? Macht der was aus sich, der Bengel? Guck mal hier, pass auf. Ganz wichtig, müsst ihr hier, das ist die Masse-Mahlzeit. Für Veganer, für Patrick Reiser. Ach, da. Vegetarisch. Wie Patrick Reiser? Ich denke, das ist kriminell. Und Koksmilch hier. Vegetarisch und Koksmilch. Im Knast. Deswegen, hast du gerade gesagt Koksmilch? Oder? Da steht drauf, Koksmilch. Steht doch hier drauf. Guck mal richtig hin. Stimmt. Koksmilch. Deswegen sag ich das doch, Mensch. Jungs. Da steht Koksmilch. Das ist so ein, so ein Dealer-Bleib hier. Da haben die Dealer verteilt. Ja, holt uns die Koksmilch. Ja, deswegen sag ich ja. Vegetarisch. So, Stevie. Was ist dein Fazit bis jetzt von den Teilnehmern? Ja, so, ganz gut. So, die Bikini, ich hab die Bikini nur angeguckt. Ich auch. Muss ich echt gestehen. Jetzt hier nochmal was reißen. Jetzt hier heute. Also, Männer 5 waren ganz gut. Da war noch einer dabei von den Strange Wars, ne? Der Ansager. Kannst du mitmachen? Ja, hier, er auch. Hey, ich hab die Farbe vergessen heute. Tobi, du brauchst heute bloß anmalen, weil das Ding direkt gewinnt. Leider. Ich hab schon Farbe ein bisschen. Ich hab schon ein bisschen Farbe hier, komm. So ist auch braun. Du hast mit 2006 schon eingeschmiert. Aber ich glaube, das ist. Da waren noch wenige Flecken. Das ist ein neuer Athletentrick. Das ist ein neuer Athletentrick. Die Jungs, die hier überladen herkommen, die versuchen das nochmal zu überladen, damit es noch anders aussieht. Damit man dann prall aussieht. Qualität. Guck mal, wir bei seinem Thema hier, Qualität. Erzähl mal, wie habt ihr jetzt die letzten Videos so? Ohne dich. Genau, überstanden und mich so. Ging ganz schwer. Ja. Wir mussten ständig abbrechen, weil wir dann immer geweint haben, auch zwischendurch. Und einsam, dem einsam. Nee, aber wir müssen zusammen was machen. Die Fans rufen nach uns, die lefzen nach uns. Hast du eine neue Kamera? Nee, ist nur noch die alte. Aber ich krieg mal eine neue. Die mit dem Wackelbild. Ich krieg doch mein erstes Gehalt bald, weiß ich. Dann geht's los. Ich dachte, du kannst eine Kamera kaufen. Ich meine, neues Hemd hast du ja schon. Neues Hemd, neue Schuhe. Neues Hemd habe ich ja. Ja, das war das der Vorschuss, Steve? Hast du einen Vorschuss bekommen? Hier, die Masse-Qualitätstasche. Bitte stehen. Das ist gut. Guck mal, der macht das sogar gratis, ohne Geld. Nimm mal so eine Dose in der Hand auf und mach mal auf. Was hast du? Habe ich deine Form entwickelt? Im Hemd würde ich jetzt erst Augenblick ja sagen. Aber was wiegst du jetzt, Stevie? Weiß nicht, 105. Hast du jetzt 3 Kilo zugenommen, ne? Seit Schwerin? Ja.
Ja, siehst du, Hamburg boxt sehr gut. Aber so massig wie sie wird er nicht noch nicht. Oh nee, die ist massiger. Die ist Pommes vorhin, hab ich gesehen, Pommes. Ja. Like a blunt's tip, something cavy, making green like Mitch. Gift rap vocals dispatch with every attempt to have his gang shook up. When Dre cook up, every thug look up. Grinding got me on chill, eyes bloodshot, heavy built. Lay a nigga out like Quill. Clear the gimp, I rock for rollers, from low riders to Henny toasters. Cut off dead weight to keep my formulas kosher. Accept no imitation, straight losing his stack. His slimmest chances of Michael Jackson getting his black fans back. My reputation.